وفيك بطل. Gibt es im Paradies Tag und Nacht und Zeit und wie ist es mit dem Schlafen? Gibt es im Paradies Tag und Nacht und gibt es Schlaf und gibt es Zeit? Es gibt im Paradies kein Tag und keine Nacht mehr. Und keine Sonne und kein Mond. Allah Azza wa Jalla sagt, لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. In ihm, im Paradies, werden die Paradiesbewohner weder eine Sonne sehen, noch Eiseskälte. Das heißt, das Wetter im Paradies wird gemäßigt sein. Keine heiße Sonne und keine Kälte. Tag und Nacht wird es nicht geben. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagt, diese Dinge werden nicht vorhanden sein im Paradies. Kein Tag und keine Nacht. Und vor allen Dingen ist jetzt die Frage, woher wissen dann die Paradiesbewohner, ob sie sich am Morgen oder am Abend befinden, dass nur, das heißt das Licht, was es im Paradies einzig und alleine geben wird, statt Tag und Nacht, wird sich ändern. Und dadurch wissen die Paradiesbewohner, ob es Tag ist oder ob es Nacht ist. Subhanallah. Und die Zeit wird es geben. Im Paradies gibt es Zeit, aber sie wird anders sein als in dieser Zeit. Ibn Abbas radiallahu anhu, er berichtet, dass in der Dunya und im Paradies nur was gleich sind? Die Namen. Alles andere ist unterschiedlich. Im Paradies haben wir Dinge, die es auch in der Dunya gibt, aber die Namen sind nur gleich. Aber im Paradies werden sie eine ganz andere Sache sein. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Was den Schlaf anbelangt, Allah Azza wa Jal sagt, la yamassuhum fiha nasab. In ihm, im Paradies, wird sie kein Schlaf überkommen. Der Paradiesbewohner hat keine Zeit zum Schlafen. Er ist die gesamte Zeit beschäftigt mit was? Mit Genuss. Er hat keine Zeit zum Schlafen. Schlafen ist für Schläfer. Er hat keine Zeit zum Schlafen. Sondern der Paradiesbewohner ist nur mit dem Genuss beschäftigt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitteschön.